dass ich auch bei Transportfieber ein bisschen weiterkomme. Weil da gehen wir Wenn ich langsam 6 auch. Stück davon brauche, dann brauche ich 12 davon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Gut, ich kann erstmal nur 8 machen. Davon kann ich nichts mehr machen, weil wir keinen Glowstone mehr haben. Doch, haben wir noch. Halt, Moment, das muss ich jetzt umgekehrt machen, ne? Damit. Was fehlt da jetzt? Pulverized Coal. Der wird grün wahrscheinlich. Wird er grün? Haben wir noch da. Sehr gut. Hier wird alles grün, gut. Ich kann nur einen Octetic Capacitor machen. Nein. Zwei kann ich machen. Okay. Heißt, ich kann noch zwei weitere Generatoren in Betrieb nehmen und dann muss ich los. Bin ich dann strommäßig erstmal auf der sicheren Seite? Nö, ne? Nein. Gut, weiß ich Bescheid. Also verbrauchen, was das Zeug hält, ja? Ja. Das ist die Devise, weg damit. Insert, always active und extract. Hier, das stelle ich auch noch ein. Insert, always active und da extract. Und hier auch insert und always active und da extract. So, drei weitere Generatoren am Laufen. Cool. Die dürfen jetzt auch wieder aufgefüllt werden. Und dann. Der Ach, Launcher, das von der meiner ist. Seite für heute. Danke fürs Ich Zuschauen. wünsche dir was, mein Lieber. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüsschen. Bis dahin. Das läuft hier über den Twitch-Launcher. Warte ich noch kurz, bis das auf YouTube auch ankommt. Sehr gut. Stream beenden. Das war's dann für heute. Stream beenden. Und da auch weg. So, dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Abend. Bitte keine Atombombe bauen. Aber ich will. Du willst. Ja. Bitte nicht. Bitte ja. Hier. Ich muss mal schauen. Ich hätte auch wieder Lust auf eine Runde Anno. Muss ich mal schauen. Wenn es für dich in Ordnung wäre, mache ich morgen mal eine Anno-Pause. Alles gut. Klar, ich mach das. Und dann machen wir, denke ich, so gegen übermorgen weiter. Muss dann aber schauen, weil in World of Tanks auch bald wieder Frontline ist. Ab 27. April. Da werde ich dann die Woche lang World of Tanks spielen. Alles gut. Aber Na, wie ja. gesagt, fühle ich hier zu nichts. Ich gebe dir einen Tipp. Kann gucken, ob man den bauen kann. Nee, nee, bitte nicht. Bitte bloß nicht. Ja, mach mal. So, schönen Abend noch, ne? Bis dahin. Tschüss. Ciao. So, aber hier muss trotzdem noch irgendwas an. Mod, das ist industriell. Industriell. Industriell Craft 2. Juhu. Ich habe hier schon, soweit mir das eingefallen ist, alles ausprobiert hier. TNT auf die Hand genommen. Und dann, wie ist das die Lumpe hier? Uranium, genau. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Du vergiftest dich sofort, wenn du es in der Hand nimmst. Aber so rum klappt nicht. Es klappt auch nicht umgekehrt. Es klappt auch nicht, wenn ich das 1 zu 3 oder sonst wie ins Crafting-Feld lege. Warte mal, ich habe es umgekehrt nicht versucht. Ne, so funktioniert es auch nicht. So funktioniert es nicht. So funktioniert es auch nicht. Könnte natürlich sein. Warte mal. TNT. TNT. Ne, ist von Industrial. Platziere mal einen TNT und klicke mit Uranium drauf. Ja, funktioniert ja nicht. Ich vergifte mich ja sofort. Verstehst du? Pass auf.
Na ja, gut, so weit kommen wir eh nicht. Sind wir vorher schon tot. Wahrscheinlich. Zack, einmal TNT. Wenn du recht hast und das funktioniert, dann sind wir aber eigentlich noch viel zu dicht, glaube ich, an der Base dran. Oh oh. So, und wenn ich jetzt mir Uran ins Inventar nehme, dann geht das doch nicht sofort los, dass ich mich vergifte. Alter, ich habe Angst, wenn das jetzt funktioniert. Aber ich muss das Ding ja noch vorher zünden, bevor es hochgeht. Denke ich, oder? Das wäre natürlich ein Witz, ne? Ne. Scheibenkleister! Aber war nur eine normale Sprengung. Da war kein Uran dabei. Nee, hat nicht funktioniert. Normales TNT? Nee, glaube ich nicht. Das ist normale Vanilla Minecraft TNT mit... Industrial Craft zusammenarbeitet. Weiß ich nicht. Warum habe ich mich vorhin vergiftet und jetzt nicht? Strange. Oder habe ich es wirklich gegessen versehentlich? Sollte man natürlich nicht machen. Ne, geht auch gar nicht. Meinst du einfach als TNT? Was ist denn das? Dark Utilities. Wolle und Schwarzpulver. Dark Utilities 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wird auch nicht funktionieren, dass die Mods da irgendwie miteinander. Normale Minecraft TNT. So nicht. So rum auch nicht. Auch nicht. So auch nicht. Und hier umgekehrt. Auch nicht. Nee. Also irgendwie eine Atombombe. Mini-TNT, Applied Energetics, okay. Aha, aha, aha. Schade eigentlich. Ach Quatsch, da wollte ich auch gar nicht hin. Habe ich den Bums jetzt noch? Nee, habe ich nicht. Brupp. 42, da können wir die Schmelze auch gleich nochmal anstellen. Bevor wir uns davon machen. Scheibenkleister, kommt kein Strom mehr an hier. Ja.
hat er den Abschalter jetzt. Lag. Gut, weiter geht's. Wie kann man TNT bauen? Hexe. Eine Hexe. Nicke mal hier. Hab dich, komm mal her hier. Och, nimmst du einen Heiltrank oder was? Bist du doof? Stimmt bei dir nicht. Glowstone und Redstone. Ja, toll. Nee, das finde ich doof. Das finde ich auch nicht gut. Ja, das ist doof, wenn ihr beiden zusammensteht. Lass das. Und du auch. Na, komm her. Spinny. Juhu. Neutron und zwei Sekunde, ich bin bei dir, ich bin schon da. Moment, wir müssen ganz kurz mal zwei Dinge machen. Und zwar einmal müssen wir hell machen. Und wenn wir hell haben, dann müssen wir mal ganz schnell eine Atombombe bauen. Ja. Na, hier brennen sie aber lustig rum. So. Chicken, solltest du das hier sehen? Ich weiß, wie es geht. Glaube ich. Wir brauchen... Redstone. Holen wir mal alles hier raus. Spinnennetze, jawohl, auch schön. Da haben wir ein paar Level, die können wir mal mitnehmen. Zack, kein Hühnchen, okay. Wir brauchen... Sick Neutron. Quatsch. Sick Corner, Buried, Sektion, Sick Neutron Reflektoren. Kupferplatten kriegen wir hin. Neutron Reflektor, auch aus Kupfer. Tin Powder fehlt uns, okay. Woher kriegen wir Tin Powder? Tin Powder, Tiny Pile of Tin Dust. Pulverisiertes Sinn. Ich wusste doch, das Sinn ist sowas gut. Sinn. Sehr viel Arbeit. Ja, aber lustige Arbeit. Wenn es klappt, ist alles gut. Zack. Fupp. Pulverisierer. Schwefel. Zinnpuder.
Brauchen wir eine ganze Menge von, wie ich gesehen habe. Du bist auch noch ein Pulverisierer, du bist auch noch ein Pulverisierer. Komm mal her, dann arbeitest du auch gleich. Man muss das mit ein paar Blöcken befüllen. Pulverisiertes Zinn, das sieht schon mal gut aus. Plutonium oder Uranium? Ja, Uranium habe ich ja da. Uranium haben wir am Lager. So ungefähr 416 Stück. Refined. Refined? Ist das okay? Ja, ne? Was habe ich denn hier mit? Ab dafür. Mach hin. Beeil dich. Jetzt ist hier zu viel. 30. Ja, 37, okay. Chicken, schaust du noch zu? Ich habe ein Rezept für eine Atombombe. So, puff, puff, puff. Hey? Fünf, sechs Neutronenreflektoren haben wir. Ein Advanced. Mach langsam, mach langsam. Advanced Leuturbine, Kapazitor, Machine Casing. Okay. Was fehlt uns da? Also so ziemlich alles. Stahlplatten. Stahlplatten kriegen wir aus Stahlbarren. Stahlbarren kriegen wir aus Stahlblock. Stahlblöcke kriegen wir aus Stahlbarren. Ja, ist alles klar. Woher kriegen wir Stahl? Geschmolzenen Stahl. Blast. Eisenblock. Da rein. Und dann kommt Stahl raus. Eisenblock da rein, nicht da rein, nee, da rein. Und dann kommt da Stahl raus, genau. Machst du, machst du, machst du, machst du, hallo? Ach, der fährt Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir bauen uns eine Atombombe, juhu. Ich freue mich. Hä? Was kommt denn hier rein als Brennstoff? Scheiße. Crude Blast Furnace. Kann ich das dann noch woanders brennen? Ich bin nervös. Juhu. Stahl. Stahl. Da. Redstone Ofen. Induktionsschmelzerei. Kann ich das nicht? Funktioniert das nicht? Geht das nicht, wenn ich dich im Alloy Smelter? Nö. Also im ganz normalen Ofen oder was? Hä? Bin ich jetzt doof? Stahl. Stahlbarren. Steel Grid werden zu Stahlbarren. Wie kriege ich denn jetzt Steel Grid? Ich muss doch erstmal Stahl kriegen. Stahl, ich brauche Stahl. Durability 30.000. Raus, ne, bringt auch nichts. Was kommt denn da als Brennstoff rein? Verdammt nicht nochmal. Holz? Nee, ne? Stahlbarren, ja, 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 ja. Ich suche hier irgendeinen Brennstoff. Was kommt denn hier rein? In den Crude Blast Furnace.
Ja, Wookie, okay, Stahl her. Stahl. Stahlbarren, hier sind da noch mehr. Temple Foundation und Forestry. Ah, Scheibenklau. Ah, ne, das ist der Kerscher, hey. Thermal Foundation, Thermal Foundation. Stahlbarren, Stahlbarren. Warum lassen die sich nicht... Ja, jetzt lassen sie sich stacken. Also, ich habe genug. Langsam, langsam, langsam. Jetzt geht's los. So. Zack. Hm? Engineer's Manual? Ne, will doch kein Mensch. Dann nehmen wir das. Hm? Stahlbarren. Und dann mit dem Engineers Hammer vermöbeln. Den Engineers Hammer, den haben wir ja gerade gemacht. Da. Ach, sind sogar noch ein paar Meter, ne? So. Geht doch. Kommst du da rein? Advanced Alloy. Mixed Metal Ingot. Eisenplatten, Bronzeplatten und Zinnplatten. Eisenplatten haben wir, gut. Dann brauchen wir jetzt Bronzeplatten. Ach Gott, brauchen wir wieder den? Keine Bronze da? Aber, hä? Haben wir doch eigentlich mehr als genug. Kupfer, 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 Kupfer. Ah, wird das Kupfer und wie mache ich jetzt Bronze? In das Smeltery, ne? Aus Zinn und pulverisiertes Kupfer. Zinn und Kupfer ergibt Bronze. Zinn und Kupfer ergibt Bronze. Zinn haben wir hier. Kupfer haben wir hier. Dann machen wir einmal Zinn. Einmal Zinn, einmal Kupfer. Ach, lass mich raus. Einmal Zinn, einmal Kupfer. Das gibt Bronze. So, dann sind wir dabei, sind wir dabei. Brauchen wir noch Zinnplatten. Das heißt, wir brauchen wieder Zinn. Tell me that you love me, even if it's fake.